Guten Abend, meine Damen und Herren. Seien Sie herzlich willkommen zu unserem heutigen AgilCare Workshop. Heute ist der 31. Oktober 2022 und ich begrüße Sie ganz herzlich. Und egal, was unsere Obrigkeit festlegt, welche Stunde schlägt, denn wir hatten ja wieder am Wochenende einen Zeitenwechsel, wir treffen uns 20 Uhr hier zum Workshop. Und so soll es auch heute sein. Ich begrüße Sie ganz herzlich und ich freue mich, dass auch im Hintergrund, das heißt nicht im Hintergrund, sondern als große Hilfe, meine Frau Renate und Tochter Claudia mir auch heute wieder zur Seite stehen und mir behilflich sind, ihre Fragen zu beantworten. Ja, lassen Sie uns heute starten. Heute ist bei uns der Reformationstag, also ein Feiertag gewesen. Und vielleicht hat es der eine oder andere gemerkt, dass wir keine Telefonsprechstunde heute hatten, denn es war kein gewöhnlicher Montag, es war Feiertag. Oder es ist Feiertag. Aber zum heutigen Workshop, zum Abend, treffen wir uns und ich freue mich darüber und denke und hoffe, dass wir auch heute es wieder schaffen, Wissen zu vermitteln, Wissen, was hilft, Ihre Lebensqualität zu verbessern. Denn das können wir mit AgilCare. Dass ich nicht vergesse, will ich mal gleich jetzt die vorbereiteten Präsentationsfolien Ihnen als PDF zum Download zur Verfügung stellen. So, das können Sie jetzt tun, wenn Sie möchten. Viele bestätigen mir wieder, dass Sie das sehr gern herunterladen, denn es entsteht eine kleine Dokumentation und man hat Wissen sozusagen abgelegt. Sie wissen ja, laut Goethe, was man schwarz und weiß hat, kann man wohl nach Hause tragen. Und damit wollen wir jetzt beginnen. Ja, so starten wir wie immer und Sie werden es schon erwarten, dass der wichtige Hinweis verlesen wird. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. So, und schon geschafft. Nun, wie immer, eingeblendet hier unsere Kommunikationswege. Die können Sie gern nutzen. Sie wissen ja Bescheid und ich möchte das nicht vorlesen. Sie finden es dann wieder auf Ihrem Download. Die Effektivität zu erhöhen, haben wir hier einmal zum Basiswissen, zum anderen zum Randbedingungen, hier die beiden Kanäle im YouTube aufgestellt und die können Sie benutzen, wiederum auch aus Ihrem Download verwenden, um Ihr Wissen zum Basiswissen und auch zu den wichtigen Randbedingungen zu verbessern und zu festigen für bessere Erfolge mit AgilCare. Ja, und wir freuen uns immer wieder, dass wir Rückmeldungen bekommen, wie man begeistert ist, doch mit AgilCare die Lebensqualität verbessert zu haben. Und diese Begeisterung, die geht natürlich so weit, und das ist ganz verständlich für mich, ich würde mich auch so verhalten, dass dann, wenn alles bei einem selbst gut gelaufen ist, das auch bei anderen Menschen ermöglichen oder für andere Menschen ermöglicht werden möchte. Und deshalb freuen wir uns und diejenigen, die die Empfehlung bekommen, freuen sich auch, wenn sie von ihnen eine Mitteilung bekommen, auch Käufer zu werden von AgilCare, denn damit können auch diese Menschen, die neu dazukommen, ihre Lebensqualität verbessern mit AgilCare. Und als kleines Dankeschön von uns reservieren wir Ihnen 30 Tage lang bis zum Kauf, nämlich 150 Euro, die wir Ihnen gerne überweisen. Und deshalb bitten wir Sie an die eingeblendete support@ulrich-mtc.de dorthin Ihre Kontoverbindung zu senden und den Namen des potenziellen Käufers. Kontoverbindung nur, natürlich nur beim ersten Mal, denn dann haben wir das registriert. Und wir würden uns freuen, Ihr Engagement zu belohnen mit dieser Prämie von 150 Euro pro gekauftes Gerät. Vielen Dank jetzt schon an die vielen, die schon Engagement gezeigt haben. Und ich kann nur sagen, weiter so. Ja, und das ist die Folie, die ich immer einblende, wenn ich zeigen möchte, wie doch
die Entwicklung funktioniert. Wir haben auf der linken Seite den eingetretenen Sauerstoffmangel, eine Energiekrise, die durch den Ersatzstoffwechsel in der nächsten Etappe, die ja hier horizontal aufgelistet sind, in der Folge dann gerettet wird durch den Ersatzstoffwechsel. Es bilden sich Mikroorganismen in Dysbalance und dann setzt normalerweise Agile Care ein, um die Mikroorganismen zu beseitigen. Was ist, wenn wir nicht Agile Care zur Verfügung haben, beziehungsweise wenn Antibiotika eingesetzt werden? Bevor wir in diesem Workshop Ihre heutigen Fragen beantworten, so lassen Sie mich auf die Frage eingehen, warum Antibiotika nicht immer helfen und zunehmend immer weniger. Dass sie zunehmend immer weniger hilfreich sind. Da gibt es zunächst den Einsatz von Medikamenten, Ihnen bekannt als Antibiotika. Antibiotika, begonnen mit Penicillin, haben seitdem millionenfach Menschenleben gerettet. Seit der Erfindung des Penicillins. Das ist eine große Hilfe gewesen. Und das ist lobenswert. Doch in der zurückliegenden Zeit ist es durch den vermehrten und unbedacht großzügigen Umgang mit Antibiotika zu einem weit verbreiteten und ernsten Problem gekommen, das bis heute nicht gelöst wurde. Das Problem heißt Resistenz der Erreger. Und gegenüber den eingesetzten Medikamenten entsteht sozusagen eine Resistenz. Antibiotika sind aufgrund der Resistenzen unwirksam gegenüber einer wachsenden Zahl von gefährlichen Bakterien. In Deutschland ist das eine ganz unrühmliche Situation und wir haben in der Folge die Todesursache Nummer 1 in deutschen Krankenhäusern auf dem Gebiet der Infektionen in Krankenhäusern. Erleben wir sozusagen das Ergebnis dieser Resistenzen von Antibiotika. Dieser Resistenzen der Bakterien gegenüber Antibiotika. Das ist auch ein Ergebnis der durch Antibiotika erzeugten Resistenzen. Sicherlich haben Sie schon von multiresistenten Keimen gehört. Deutschland gehört nun mal zu den reichsten Entwicklungsländern. Ja, das war ein schöner Versprecher. Zu den reichsten entwickelten Industrienationen. Also das dürfte unser Wirtschaftsminister jetzt nicht gehört haben, diesen Versprecher. Und hat leider Deutschland ein Gesundheitswesen, das auf Profit orientiert ist. Somit werden Antibiotika verordnet und angewendet, auch so und auch dort, wo sie nicht hingehören. Aus dem Grunde werden sie eingesetzt, den Profit von Pharmafirmen und medizinischen Leistungserbringern zu steigern. Schon allein die Aussicht auf mehr Profit durch verkaufte Medikamente, in dem Falle hier von Antibiotika, ist die Triebkraft zur fahrlässig ausgedehnten Verordnung von Antibiotika. Leider. Schauen wir uns einmal an, was passiert, wenn Antibiotika eingenommen werden. Das Ziel lautet, das Medikament dockt im menschlichen Körper an die zu bekämpfenden Bakterien ein und vernichtet diese. Das ist ein wunderbares Szenario. Doch die Realität sieht in der Praxis leider häufig anders aus. Bakterien leben auf unserem Erdball bereits viele Millionen Jahre länger als wir Menschen. Und in dieser Zeit der genetischen Anpassung, die durch vielfältige unwirtliche Umstände für das Leben der Bakterien gekennzeichnet war, haben diese Mikroorganismen erstaunliche Fähigkeiten des Überlebens entwickelt. Sie sind schon deshalb sehr gut organisiert, allein um nur zu überleben. Das tun sie übrigens gemeinschaftlich. So wie man sich das in einem Staat vorstellt, nur eben viel effektiver als bei uns Menschen. Doch konkret zurück zur Realität des Einsatzes von Antibiotika. Die Antibiotika docken an den Zellwänden der Parasiten an und haben die Aufgabe, diese Parasiten, in unserem Fall also die Bakterien, zu zerstören. Dieses Vorhaben wird aber von den Bakterien oder zumindest von einem Teil von ihnen schnell durchschaut und die vom Antibiotikum attackierten Bakterien werfen ihre Zellwände ab und existieren fortan ohne Zellwände. Sie mutieren zu einer Form, die ohne Zellwände auskommt. Wir sprechen von einer Filmform der Bakterien. Ebenfalls entfällt die Möglichkeit zur Identifikation der Bakterien. Antibiotika können nicht mehr an Bakterienzellen andocken, weil die Voraussetzung dafür weggefallen ist.
Es gibt nichts mehr zum Andocken für die Antibiotika. Aufgrund der fehlenden Zellwände können die Medikamente nicht andocken und bleiben wirkungslos. Nein, leider nicht wirkungslos. Die Wirkung der Antibiotika hat sich bereits in zynischer Weise als erfolgreiche Tarnung der Bakterien zu deren Schutz vor Attacken ausgewirkt. Ergebnis? Die Bakterien sind resistent gegenüber Antibiotika. Das ist ein verheerendes Ergebnis. Jedoch noch nicht schlimm genug. Auch unser menschliches Immunsystem arbeitet bei der Entdeckung und Eliminierung der schädlichen Bakterien auf der Basis der Entdeckung und Identifikation über die Zellwände der Bakterien. Der Schutz des Menschen durch sein Immunsystem, durch die Filmform der Bakterien geht leider verloren. Da aufgrund des massiven Vorgehens mit Antibiotika sich die Bakterien dazu umgestellt haben, ohne Zellwände zu leben, sind sie nicht mehr auffindbar. Auch nicht für unser Immunsystem. Sie sehen hier, wie sich das verhält, wie also eine unsachgemäße Anwendung von Antibiotika, wozu die führt. Fazit. Die unangemessenen Attacken durch Antibiotika führen zu Resistenzen der Bakterienstämme, denen weder Medikamente noch das menschliche Immunsystem etwas anhaben kann. Lediglich die Methode mit Agile Care, das heißt die Dr. Rife Methode, ist in dieser Situation hilfreich. Sie ist eine Lösung für unsere Lebensqualität trotz der Filmform der Erreger. Sie sollten also unbedingt aus der bereits eingetretenen, verheerenden Situation lernen. Schützen Sie sich, vermeiden Sie unbedachte und nicht nötige Einnahmen von Antibiotika. Generell verteufle ich die Gabe von Antibiotika nicht. Dort, wo es nötig ist, sollen diese eingesetzt werden, und zwar zum Wohle der betreffenden Menschen. Eine unbedachte und fahrlässige, weil profitorientierte, übermäßige Gabe von Antibiotika hat bereits zu viele Schäden angerichtet. Ich erinnere nur an die Todesursache Nummer 1 in deutschen Krankenhäusern. Multiresistente Keime. Nun wollen wir die Methode kennenlernen, oder ich möchte hier etwas sagen über die Methode, womit Bakterien und andere Parasiten eliminiert werden, ohne dass diese unser Vorgehen als Attacke auffassen und sich dagegen schützen. Diese neue Methode, das ist die Dr. Rife Methode mit Agile Care, ruft keine Resistenzen hervor. Ja, sie ist sogar bei schon bestehenden Resistenzen dazu geeignet, die Erreger wunschgemäß zu eliminieren. Das heißt, die Erreger werden sogar, wenn sie schon die Filmform eingenommen haben, mit unserer Methode eliminiert. Alles kann recht einfach am Beispiel der Bakterien erklärt werden. Elektromagnetische Signale mit ganz spezifischen Frequenzen werden in den menschlichen Körper eingeleitet, durchwandern deren Zellen und gelangen somit auch zu den vorhandenen Bakterien. Wie alles in der lebenden Natur, also auch in den Bakterien, wird deren Stoffwechsel von elektromagnetischen Signalen gesteuert. Bei uns Menschen ist es längst bekannt, wie die Zellen durch elektromagnetische Signale gesteuert werden. Beispielsweise werden über Sympathikus und Parasympathikus die Zellen so gesteuert, dass Herzrhythmus, Atmung, Hauttemperatur eingestellt werden, aber auch Appetit und Hunger. Genauso wie beim Menschen wirken sich bestimmte Frequenzmuster, das sind elektromagnetische Frequenzspektren, die kommen aus Agile Care, wirken die sich aus. Das mit der Dr. Rife Methode gegen die Bakterien Signale eingesetzt werden. Dr. Rife nannte damals die Signale Signatur. Das erzeugt bei den Bakterien einen deutlich verstärkten Stoffwechsel. Es entsteht ein offensichtlich unbegrenztes Verlangen der Bakterien zum Fressen. Schon nach wenigen Sekunden hat das Bakterium durch dieses Verlangen zu viel Stoffwechsel gehabt und es zerplatzt. Gesteigerter Stoffwechsel und Fressen erzeugen Wohlgefühle und Freude und führen somit zu deren Eliminierung, ohne eine Attacke wahrzunehmen.
Sie eliminieren sich selbst, gesteuert durch die eingesetzten Signale elektromagnetischer Energie. Das funktioniert bei Bakterien unabhängig davon, ob sie bereits eine Filmform eingenommen haben oder nicht. Das hört sich also alles ganz einfach an und ist auch einfach. Lediglich bestimmte Randbedingungen, und Sie wissen, was ich meine, bestimmte Randbedingungen müssen eingehalten werden, um erfolgreich vorzugehen. Und so wie eben hier bei fehlendem Sauerstoff oder zu wenig Sauerstoff, ist es mal gezeigt im Schnitt einer symbolischen Darstellung einer Zelle, finden die Mitochondrien keine Basis mehr zur Energieerstellung. Es kann kein ATP mehr hergestellt werden, weil der Sauerstoff fehlt. Es kommt zur alkoholischen Gärung im Zytoplasma und der pH-Wert verändert sich in und um die Zellen. Und somit haben wir jetzt wieder unser bekanntes Bild hier, dass wir eben von links nach rechts, dann wenn die Mikroorganismen in Dysbalance sind, die zweite Spalte von rechts, dann kommt es dazu, dass wir mit Agelkeia, Sie haben das unten eingetragen als Methode Dr. Reif, mit Agelkeia sozusagen hier zu besserer Lebensqualität kommen, weil die Mikroorganismen, in dem Falle heute im heutigen Beispiel genannt, die Bakterien eliminiert werden. Zusammenfassend halten wir fest, dass mittels definierter elektromagnetischer Signale selektiv die Mikroorganismen in Dysbalance eliminiert werden und somit über das Aufbrechen der Symbiose der Weg zur Verbesserung der Lebensqualität geebnet wird. Dann können wir also, genauso wie das hier im Bild dargestellt ist, Leben genießen. Lebensqualität ist verbessert worden und so könnte das aussehen. Bei dem einen sieht es so aus, bei dem anderen anders. Auf jeden Fall Wohlbefinden ist hier angesagt. So, und nach diesem Exkurs heute mal zur Frage, was passiert eigentlich, wenn wir Antibiotika einsetzen? Was kann passieren? Und welche Möglichkeiten haben wir, diesen Schaden, sprich den Resistenzen aus dem Wege zu gehen und sie sogar zu überwinden, nämlich mit Agelkeia? Nun, nachdem ich das heute noch einmal zusammenfassend erläutert habe und ich hoffe auf Ihr Verständnis dafür, dann sehen wir doch jetzt, was Sie an Fragen für uns bereit haben.